Maul. Ich habe immer noch Hunger. Bringt mir etwas zu essen. Ja, und damit herzlich willkommen zu LEGO Marvel Super Heroes. Woo! Ich freue mich tierisch, dieses Spiel endlich spielen zu dürfen. Ich habe es noch nie gespielt und das gibt es schon so verdammt lange. Zum einen LEGO, aus meiner Kindheit halt mega viele krasse Erinnerungen. Und heute stehe ich noch total auf LEGO, also ich würde es mir heute noch kaufen und hinstellen. Und Marvel zum einen, ne? Einfach mega geil. Einfach, wenn ich so ein, wenn man so ein Freak ist wie ich dabei, dann beides zusammen. Wow! Einfach mega geil und ich freue mich jetzt mit dir, dieses Spiel anzufangen. Von der Story weiß ich gar nichts. Also ich kann mir so ein bisschen was denken, weil es ist bei den Lego-Spielen, auch von Star Wars zum Beispiel jetzt, da weiß man ja, da kann man sich ja denken, was passiert. Aber von der eigentlichen Story hier weiß ich kaum was. Ich habe mich auch extra nicht spoilern lassen. Und gehe da ganz unbefangen ran, sage ich jetzt mal. Ich freue mich einfach jetzt hier, beliebige Taste drücken, um zu beginnen. Ich glaube, das machen wir auch mal direkt. Neues Spiel, Spielladen, Trailer ansehen, Optionen, verlassen zu Windows. Ich war natürlich schon vorher in diesem Spiel. Wobei ich gerade mal die Musik ein bisschen leiser mache. Ich habe halt die Grafik angepasst, die Video-Option halt, damit ich das zum Aufnehmen hier alles schön habe. Deswegen war ich schon im Spiel drin. Ja, dann würde ich sagen, geht's auch sofort los. Machen wir das hier mal. Ich habe natürlich schon auch ein bisschen gespielt, wie gesagt. Um das Ganze mal ein bisschen zu testen, wie es denn funktioniert, weil man will ja nicht komplett verkacken hier. Verwendet jetzt Spiel 2. Okay, das machen wir. Man muss ja gucken, wie hier was funktioniert. Weil ich habe mir von einem Freund sagen lassen, das ist von der Steuerung zuerst ein bisschen komisch. Viel mit der Tastatur vor allen Dingen, weil ich so auf Maus und Tastatur jetzt eingearbeitet war irgendwie schon. Ich weiß nicht, war irgendwie eingebrannt im Kopf, deswegen geht's jetzt los. Nur so als kleine Erklärung. Ja, da geht's los. Iron Man! Sorry, Surfer. Aber dir geht's jetzt an den Kragen. Iron Man! Dann nähert sich ein Schiff. Nick Fury! Vorsicht, es eröffnet gleich das Feuer. Lol. Tony, bist du okay? Au, au und mehr au. Oh, okay. Mit diesen kosmischen Steinen werde ich die Welt beherrschen. Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird. Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast, anstatt es in tausend Stücke zu zerschießen. Die Avengers sind aufgetaucht. Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte. Dein Plan ist immer noch fantastisch. Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche. Ich finde ihn eher spektakulär. Vielleicht auch überwältigend. Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert. Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Den Mund ganz schön vollgenommen, aber gut. Apropos. Ruhe! Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden, damit meine Waffe funktioniert. Zu Befehl, Dr. Unheil. Okay, ihr Bullen! Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen...
Steine gebracht haben. Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn. Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell. Hulk, denk in Zukunft immer daran. Erst gucken, dann springen. Ich weiß, Schurken. Die Shield-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsplan ausdenken. Oder wir hauen uns einfach durch nach drin. Guter Plan. Willkommen zurück in New York, Gentlemen. Was für ein Chaos. Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Drück U, um einen anderen Charakter zu wechseln. Du kannst jederzeit den Charakter wechseln. Das ist geil. So. Drück als Hulk H, um ein Gegenstände zu werfen, oder drück K, um mit ihnen zu schlagen. Ja, das ist geil. Erstmal werfen, wa? Hulk, denk dran, dass du dich wieder zurückverwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Ja? Oh. Ach, ich könnte also als Bruce Banner hier auch, Dr. Banner, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um böse zu werden. Lol. Okay, ja, dann machen wir uns mal wieder böse. Was macht er denn? Trinkt er da was? Oh. Schmeißen wir das Ding mal. Jawohl. Kann ich auch so schlagen mit Hulk? Der haut doch immer so um sich. Jawohl. Nur Charaktere, die Macht über Elektrizität haben, können Elektroarmaturen verwenden. Zeugen am Boden behaupten, Sandmann habe Geiseln im Bahnhof genommen. Alles klar. LOL. Dafür ist diese Taste also da. Im Zweifel einfach draufhauen. Drück als Hulk J und dann H, um einen Hulk Smash auszuführen. Hulk Smash! Jawohl. Gibt's nichts mehr zu werfen? Versuch mal den Boden aufzureißen. Boden aufreißen. Sprengstoffartiges für diesen Silberlego. Ich weg doch. Du kriegst auf die Fresse hier. Ich bin fucking Hulk. So, was war jetzt Silberlego? Müssen wir zerstören? Machen wir gleich. Lass mich hier erstmal aufräumen. Oh, sorry, Iron Man. Tony. Iron Man kann mit seinen Raketen silberfarbene Lego blablabla zerstören. War ich zu schnell für? Halte als Iron Man H gedrückt, um silberfarbene Lego-Objekte anzuvisieren. Alles klar. Was kann ich denn hier überhaupt mit denen jetzt irgendwie... Halte als Iron Man K gedrückt, um deinen Unibeam-Angriff aufzuladen. Okay. Das ist cool. Geil. Alright. So. Ja. Ah. Ach, und dann nochmal K drücken, dann baller ich direkt. Alles klar, das ist ja geil gemacht. Muss ich echt sagen. So. Nur große Lego-Charaktere können riesige Lego-Wände zerschmettern. Das heißt wieder U wahrscheinlich auf Hulk. Jawohl. Das sieht aus, als könntest du es kaputt. Ja, kann ich. Ich bin Hulk. Immer wieder K, um an grünen Griffen zu ziehen. Alles klar. Da will ich nicht dazwischen stehen, nur. Ihr müsst wohl an Abomination vorbei, um reinzukommen. Oh, da kommt ein Auto. Der hat das Auto wie ein Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Du musst erst Abomination besiegen, und wenn du hinein willst. Alles klar, machen wir. Ich verspreche mich bei dem Namen immer noch von dem Kerl. Abomination.
wie das Abo, verstehst du? So. So. Ja, kann ich auch was machen? Kann ich das auch heben? Nee, kann ich nicht. Muss ich wahrscheinlich kaputt machen, wa? Oder habe ich noch ein Auto übersehen? Zurück. Steht hier noch ein Auto? Ich habe, glaube ich, nichts stehen lassen. So. Ich wechsle mal eben. Ein Glück habe ich heute früh noch meine Batterien aufgeladen. Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag. Ey, was? Lol. In die Rotorenblätter. Ist nicht wahr. So. Jetzt nochmal. Oder K gedrückt halten, um abzusteigen. Drücke K zweimal, um zu landen. Alles klar. Zack. Das machen wir nochmal. Oh, du fucking Helikopter, du regst mich auf, ehrlich. So, halt, komm mal her. Gib ihm. So. Komm. Was kann ich jetzt hier machen mit dem? Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen erst den Kerl besiegen. Ich hab's. Ich muss irgendwie den Helikopter da. Kriege ich ihn irgendwie? Mit Iron Man wahrscheinlich. Fiss dich. Aua. So. Dann muss ich erst die Autos da hinten. Das Ding fliegt aber langsam. Ja, ich muss sie erst zerstören. Du machst mal schön Abgang hier. Killst mich nicht nochmal. Sonst wird Tony aber sauer. So. Ah, siehst du? Guck an. Habe ich das eben übersehen? Was ist da denn? Ah. So. Schauen wir mal. Jetzt landen wir mal. Habt ihr das auch mal gesehen? Jawohl, 3-Punkt-Landung. So. Halte K gedrückt, um Gegenstände aus Legosteinen zu bauen. Ich kann mit Hulk jetzt was bauen? Oh, hab nicht geschafft. Du sollst was bauen, Hulk. Okay. Wenn ich jetzt nochmal K gedrückt halte, dann macht er aber nichts. Ach, der baut sich jetzt immer sowas. Okay. So. Jetzt muss ich dann irgendwie, genau. Nee, ich mache ja alles kaputt. Ich muss das irgendwie schmeißen jetzt, das Ding. Damit kann ich nämlich zielen. Nur dann tut er irgendwie nichts. Ah, alles klar. Alles klar. Pass auf, Abomination. Du kriegst jetzt erstmal einen. Nein, lol. So. Okay. Nicht getroffen? Lol. Was ist das denn? Was willst du? Lass mich doch hier was bauen, Mensch. Das ist Lego, ja? Nee, die gehen auch kaputt. Ah. Tiefer. Nee, lol.
Wollt ihr mich verarschen hier? Ich häng jetzt schon auf der Brücke hier fest, oder was? Ey. Nicht wahr, ne? Das ist nicht wahr. Ich stelle mich jetzt genau hier hin. Genau, gib mir so einen dicken Brocken da. Das mit Iron Man jetzt hier, der ist ja der. Siehste? Nee, 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 das nicht. Lol, lol, lol. Siehste, guck an. Hulk kann sowas hier nämlich gar nicht bauen. Und jetzt ist wieder Hulk am Start, weißt du? Aber erstmal sammle ich diese Dinger da ein. So. Siehste, wusste ich's doch. So, was macht er jetzt? Er hält jetzt wieder K. So. Kann ich schon schmeißen? Oder gehe ich erstmal auf den Zug? So. K? Ja, da kommt sie. Du bist ja ganz schön auf die Tastatur bashen jetzt, ey. Bam, Junge! Yay! Das war schon die erste Episode von LEGO Marvel Super Heroes. Schalt auch in der nächsten wieder ein, wenn es dir gefallen hat. Und vor allen Dingen, wenn du herausfinden willst, ob Bruce Banner hier, Hulk und Tony Stark, der Iron Man, den Sandman hier plätten. Ich bin mir ziemlich sicher, mit dieser geilen Kombo kriegen wir das garantiert hin. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Episode. Ciao!